Also, das muss ich jetzt nochmal wiederholen für die Leute, die bei YouTube dann zugucken. Kim hat Klaus gefunden. Der erste Jibboa, den ich innerhalb von 3 Minuten Spielzeit gezähmt habe. Wo hast du den gefunden, bitte? Richtung Wüste oder Nähe vom Fluss. Oh, du hast einen Pulmoniskopius. Du zähmst sogar einen? Ich habe einen gezähmt, ja, vorhin noch. Oh, schick. Ja. Ich glaube, Kim macht diese Staffel Käferstaffel, so wie ich das verstanden habe, richtig? Richtig, ich mache Käferstaffel. Zumindest nicht exklusiv, aber drauf fokussiert. Weil ich will solche Sachen wie Argis oder Wyvern will ich natürlich mitnehmen, aber so. Haupttier soll Insektentier sein. Okay. Klingt gut. Willst du? Wenn du winkst, ich sehe nichts. Ich hab zu dir gewunken, weil ich so freundlich bin. Aber ich kann das Ich nicht sehen. sehe bei dir nur einen kleinen grünen Fleck. Was? Es wird vielleicht besser, wenn wir Dingsies haben. Gläser, ja, dafür. Also ich habe mich jetzt mit meinem Terrorbird auf den Weg gemacht. Für Metalle lelele und Kristalle lelele. Welches Level bist denn du? Ich bin Level 40. Deswegen sage ich ja, sucht jetzt, 33. glaube ich mal, so langsam Zeit. Ich bin Level 26. Geht ja. Ja, wir haben jetzt. Ihr seid ja nur viel durch die Gegend gerannt. Du warst ja nicht da. Tiger Eye ist ja noch in der Badewanne, kommt gleich auch noch raus. Wenn sie nicht Oh, weißt du weggespült wurde. das? Hat's doch geschrieben. Sitzt sie noch in der Badewanne? Ich brauche irgendwas zum Reiten. Ey, laufen nicht immer meine Bäume. Du Viech, du. Wie wir alle irgendwie Bäume in unserer Base adoptiert haben. Ja, Bäume werden nicht angetatscht. Aber ich bin gleich froh, dass ich hier gleich so einen Wolf habe. For low. Wie oft ich versucht habe, da zu kämpfen gegen die, um die Wölfe wegzubekommen. Und am Ende hat es dann Kim gemacht. Ah, das war Zufall. Hat jemand Arsch zu mir gesagt? Selber Arsch. Wer hat Arsch zu dir gesagt? Der Arsch-Arsch-Dino? Wer von euch hat eigentlich dieses Sie-Arsch-Emoji im Chat? Nope. Nö. Keiner? Ehrlich nicht? Ich glaube, Sonnenschein oder Wirklich? sowas. Hier drei ist das, glaube ich. Ich weiß Hier es drei nicht. Emoji bei dir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich immer so habe. Auf welcher Stufe irgendwas liegt. Was ist eigentlich, wo bist du unterwegs auf Eisensuche? Oh, ach, guck mal, liegt bei mir hier. Auf Eis. Wo bist du? Oh, weil Sandsturm kommt gerade, oder? Ja. Ein Sturm. Na toll. Uiuiui. Ich wollte zu einem Berg gehen. Bist du schon unterwegs? Ja. Oh, okay, schade. Ach, soll ich noch auf dich warten? Ich bin auch in der Nähe. Ich würde gerne mitkommen, ja? Okay, dann warte ich noch auf den Lootstrahl hier, dann komme ich zurück. Ich muss mir nur sagen, Nimm den also. Wolfdex zum Oder du Reiten. kommst Der ist zu noch nicht mir. ausgewachsen. Ich komme zu dir, klar, aber ich weiß noch nicht, wo du bist. Ja, mach mal Rally Point. Mach gleich mal ein. Oder mach jetzt schon mal ein, aber Hab ich ich schon. mach das gleich. Ich muss mir ganz erstmal eine Trinkflasche machen, unbedingt. Ich mach mal, glaube ich, am besten mal Ah, zwei. machst du mir eine mit? Ja, dann mach ich mal vier. Also von diesen blöden Dudelsäcken hier brauchst du mindestens vier. Die sind doch sowieso mal leer. Ja, stimmt, die. Ja. Aber wie lange muss man denn auf so einem Steinraum hacken? Das ist super. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil du musst den. Guck mal, hacke auch manchmal auf meinen Bäumen hier rum und die fallen nicht um, weil wenn ich mal ein bisschen Holz brauche, dann ist So gut. ein Ast. Grundsätzlich gebe ich dir da recht, Dex. Das Problem war nur, Rally ich Point. wollte die Sachen loswerden, damit ich da meine Base abbauen kann halt. Wie komme ich denn da hoch? Luftschiff. Ja. Gelaufen. Wie komme ich denn da hoch? Wie bist du da lang gelaufen? Links ran? Links lang? Rechts lang? Von meiner Base aus rechts rum. Links rum. Nee, wenn du auf der Base guckst, rechts rum. Vom Wasserfall, wo du guckst, rechts rum. Ah, okay. Links, Habt ihr das rechts, gemerkt, geradeaus. Chat? Bei Pau ist links und rechts so eine Sache. Nee, ich muss nur gucken, Wie der von welcher Streamer gerade Richtung war. Dex jetzt drauf guckt, Ja, ja. ja, Ja. Ich habe auch ein Zelt zur Not, falls jetzt Welle kommt oder das so. ist gut. Genau das wollte ich jetzt gerade noch fragen, ob du ein Zelt hast. Ich habe Zelt. Hast du Zelt?
Ich habe Zelte für uns zum Kuscheln. Oh. Aber hier sehe ich schon, da ist ein Wolf. Wir sehen nicht. Ich habe was anderes gesehen. Ich finde die Klamotten so geil. Also die Skin-Klamotten. Die Skins. Ich sage einfach mal Skin-Klamotten. Finde ich super. Gefallen mir richtig gut. Ich gehe mir erstmal Wasser holen. Schrecklich. Mit dem Halskratzen. Husten jetzt auch noch dazu. Pack doch so, Bobby, hier gerade. Nice. Okay, komm zu dir. Hier auf so einer Anhöhe. 300 Meter. Bist gar nicht so weit von mir entfernt. Du bist nur hoch. Mhm. Das muss ich erst mal finden. Mit was läufst du denn? Dann markiere ich mir dein Tier mal. Mit gar nichts. Ich habe kein Tier. Ach so. Vielleicht könnt ihr unterwegs noch einen Wolf. Der Wolf ist leider nicht ausgewachsen. Ja, aber so langsam müsst ihr doch mal... Womit bist du denn unterwegs? Terrorbird. Ah, du hast einen Terrorbird gezähmt. Ja, ein Baby habe ich. Ah ja, das stimmt. Der stand doch da rum. Gezähmt. Ja, warum? So gut? Ja, ich liebe Terrorbirds. Ich finde Terrorbirds auch super, weil die sind schnell, die sind flink, wendig und du kannst überall runterspringen mit denen, ohne Probleme. Ja. Ich glaube, ich werde nie ankommen. Oh, eine Motte. Ich liebe Motten. Bin total Mottenliebhaber. Und die ist voll grün. Und Level? 10. Hä? Was sind das für Level? What the? Boah, da geht der Sand schon weg. Kim, das sieht wirklich mega schön aus. Ja, richtig cool aus, ey. Wieder weg abhaut. Wieder weggesaugt wird, so, ne? Finde ich super, ja. Wenn man Wolken ausmacht, sich wieder entfernt, langsam im Hintergrund. Die Welt freigibt. Erinnert mich an Mad Max. Mad Max hätte auch super gut auf diese Karte gepasst hier. Was ist Mad Max? Kannst du den Film nicht? Film, beziehungsweise ein ganzer, meiner Meinung nach schon ein ganzer, kennst du auch diese Wasteland-Geschichte mit den stacheligen Autos und so, ne? Hast du vielleicht schon mal gesehen. Ja, das kommt von dem Film. Ah. Aufgemotzte Autos mit Stacheln und sowas, die so... Und das Problem ist an diesem Film, was ich daran so absolut liebe, die Tatsache, dass alles echt ist. Die Autos sind alle echt. Die Stunts sind alle, die sein können, echt. Ich habe hier ein Problem. Alles echt. Ich glaube, ich habe hier Terrorbirds. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Echt, komm. Markier, mach du mal Rally Point zu dir. Dann komme ich zu dir. Nee, das sind 3 Terrorbirds. Schweine, 2. Ach, das ist alles voll hier. Ich versuche an denen vorbeizuschleichen. Bist du da ganz oben auf der Spitze, oder was? Nee. Ich muss hier gerade. Ach du bist da hinten. Nee. Dann kann ich an denen vorbei, an der anderen Seite vorbei. Ich bin hier gerade vorne im blöden. Was bist du hier? Mikroraptor angeknabbert. Hallo, wie Ripdex. Noch lebt er. Gut gemacht, Schnucki. Hast du mich gerade gesehen? Nein. Wo bist nein, du? Nein. Hier ist ein blöder Vogel. Ich hasse sie. Wie heißen sie denn? Mikroraptoren. Der hat mich auch gerade angeknabbert. Ich bin jetzt hier. Ich komm da nicht hin. Wenn ich einen Berg hoch müsste ich genau an den ganzen Tieren vorbei. Sonst gibt es hier keinen Weg nach hier vorne. Ich bin hier. Hallo? Ich komm zu dir. Hallo? Aber ich muss ja hoch. Hat gerade übel geleckt bei mir. Juhu. Nee, war alles in Ordnung gerade. Sogar mein Internet, also mein Internet selbst hat geleckt. Mach nochmal go hier. Hier oben ist schöne, gerade Fläche. Ja, ne? Wow. Ich hab jetzt hier unten angefangen. Wasser ist ja eigentlich auch kein Problem. Hier, komm her. Du bist irgendwie komplett falsch gelaufen. Bin ich? Ja. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Jetzt kommt auch noch ein Terrorbird, wollte ich gerade sagen. Oh. Wo bist du denn hergekommen? Der Bob macht von da unten. Von da unten, von hier. Und ich wollte dann hier links laufen. Und da ist alles voller Viecher. Hier ist alles voller Viecher. Da vorne sind die. Da. Ich wollte dich nicht anpingen. Da. In der Umme-Ecke.
Die Base ist links. Oh, da sind noch Schweine. Und ja, sag ich doch. Ist ein Schweinchen dabei, Terrorbirds. Weiß ich nicht. Ist der Wolf auch noch wund? Wund. Nee, lass mal zurück zur Base. Vielleicht ist er ja schon erwachsen. Erwachsen, dann kann ich mit dem laufen. Ja, und vor allem ein ganz anderer Weg. Zu dir. Ich kann, ich hab viel Leben. Ich kann sowas. Zack, runter. Ich geh mal kurz zur Base wieder zurück, ja? Gehen wir mal ganz kurz hin. Ja, ich komm mit. Weil ich bin noch einen ganz anderen Weg gelaufen als du. Also bist du doch nicht rechts, nach rechts lang gelaufen, also. Ich hab grad Orientierungsprobleme. Mach dir keine Sorgen. Doch, ja, doch, hier war... Doch, ja, warte mal. Der Polymon Scorpius, der irritiert mich voll. Dann mach den doch aus. Jetzt, hab ich grad gemacht. Nee, doch, hier hoch, ja. Ja, gucken wir gleich mal. Toll, hin und zurück. Jetzt die paar Meter, die ich gelaufen bin, schon mal meine Wasserschläuche sind schon mal leer. Ah, ich wollte mal die Wasserschläuche geben. Bist du in der Base? Ja. Ja. Ja, der Wolf ist ja auch gleich fertig und der ist ja vom Level auch ganz gut. Hast eine schöne Stelle hier. Also du hast echt den Rücken frei. Ich lege hier mal die Wasserschläuche rein, ja? Ja, hier, ich lege dir auch mal... Ach nee, geh mal zum Terrorbird und nimm dir mal die Kaktussuppe oder was das auch ist raus. Und dann frisst die gleich mal, wenn wir oben sind, weil die macht nämlich, dass die Gegner dich weniger wahrnehmen irgendwie. Kann ich die Hose haben? Ja, kannst du nehmen. Guck mal, was ich anhab. Blutdrop. Warte, stell mich mal in die Sonne. Was ist das Viech, das hinter dir herläuft? Was sind das für eine Klamotte? Sind das Wüstenrüstung? Ja. Cool. Oh, jetzt kommt... Oh, ja, warte, hier, ich hab ein Zelt. Ach, hier vorne ist ja auch ein Zelt. Guck mal, da habe ich doch eins hingepackt. Das schon fast kaputt ist, oh. Ich habe hier 3 Terrorbirds. Einen Erwachsenen, 2 Babys. Oh! Der Erwachsene liegt betäubt und wird gezähmt. Oh, dann nimm die Babys gleich auch mal mit. Ja, leider nur Level 15 alle drei, aber... Besser als gar nichts. Ja, hier. Bleibt stehen, ihr Babys, wo seid ihr? Wie geht's den Köter? Leute? Ja? Was? Ist mein Internet gerade leicht instabil? Okay, es läuft ja eigentlich alles ganz gut. Ich guck mal ganz kurz, ob der Wolf heranwachsen noch. Mist. Köter, ey. Wie lange denn noch? Wie viele Prozent hat er dann? Vielleicht könnt ihr den ja mitnehmen. Ja, mache ich gleich. Ich bin immer jetzt gerade echt mit der Hitze hier am Kämpfen. Manfred, dankeschön. Und das, die auch. Ah ja. Und so, sonst alles gut? Hast du die Trinkdingsbums rausgenommen? Ja, trinke ich mal, weil ist eh gleich leer. Ja, ich habe auch gerade alles weggesoffen wieder. Oh, da ist eine Peitsche da. Hast du auch so ein Loot? Nee, die habe ich gebaut. Ich hatte bei mir, oh Gott, wie hässlich ich bin. Ich sehe mich gerade bei dir im Stream. Was denn? Bist du hübsch, ne? Hässlich? Du siehst ganz komisch aus, ja? Paul, du bist komisch hübsch. Ist ja nicht hässlich. Hör gar nicht zu. Ich finde die Charakter von Asa eigentlich, finde ich nicht so hübsch. Ich finde die von Survival Wolf ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen detaillierter, kann das sein? Das ist möglich, ja. Die Gesichter halten nicht so schön. Sind so glatt ge... Wie heißt das? Wie heißt jetzt die Spritzen, die man sich in die Haut oder Botox. Die Haut... Botox, ja? Botox-Style sehen die so ein bisschen aus, die Gesichter. Nicht so zerschunden und... Ich habe das Gefühl, sie haben versucht, sich schöner zu machen und haben... Naja, Gegenteil bewirkt. Aber ich habe einen geilen fetten Arsch. Ein Knackarsch, ja, alles gut. Das ist gut für dich? Nee, knackig ist er nicht. Doch, Ich habe alles Muskeln, was man haben kann, habe ich rausgenommen. Na, Trommel. Schwert ist eigentlich ganz gut. Also ein Baby ist abgehauen, aber... Ja. Kann du doch mitlaufen. Soll ich dir einen Sattel bauen? Gerne. Terror. Ach, wir brauchen Holz dafür. So, nur mal gucken, wie es dem Köter geht.
Ich muss ihm so einen Namen geben. Der hat einen Namen. Hat der einen? Wie heißt denn der? Du gleich. Weiße? Weise 1. Brauche ich nochmal 74 Narkose. Weise 1. Das ist ein Name, ja? Naja. Ja. Das ist schließlich die erste Weise, die wir gezähmt haben. Nix. Ach, Weise. Ich habe Weiße gedacht. Ich nenne ihn Köter. Das ist nicht sehr nett. Nein, ich nenne ihn zumindest Töle. Ich nenne ihn Wöter. Halb, halb Wolf, halb Köter. Das ist ein Wöter. Das ist der Wöter. Wöter ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns schon lange. Da kommt die Frau Tiger. Hallo, live. Und na, hallo, weißt du, ja. Alles schön in der Badewanne? Alles war gut? Alles gut. Warum hast du keinen Livestream gemacht? Ja, ist klar. Ich will die Leute nicht verschrecken. Warum? Weißt du gar nicht. Weil du ein Horror hast. Ja, das ist ja egal. Wo alt bist du noch? Was? Huch, ich wollte gar nicht gegen den Schrank hauen. Armer Schrank. So. Ja, ich glaub, der Hitzewelle können... bin ich nicht am Sterben, aber permanent am Verdurst. Yay. Haben wir hier ein Zelt? Auch so eins, ich hab's gerade aufgehoben. Ja, ich hab die beiden wollen Metall sammeln. Die drei. Dodo möchte jetzt auch mit. Ich will auch mit, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Sorry, Dodo. Aber man kann das Zelt nicht reparieren. Der frisst das Material, aber es wird nicht repariert. Toll. Okay. Das ist, glaube ich, noch nicht so, wie es sein soll. Was machst du? Aufzug. Guck mal oben, wie die Naht einfach so lang gezogen wird. Okay. Die eine. Heißt doch irgendwann, ja. Oh. Oh, Tiger, weißt du, woran mich das erinnert? An was? Naja, guck mal so, ne? Ja. Und wenn, jetzt kommt etwas rein. Das hört sich ein bisschen. Es geht wieder raus. Es geht wieder rein. Okay, das will ich jetzt sehen. Gott. Was macht ihr da? Wartet mal. Nix. Und da oben ist, ja. Wahrscheinlich okay. Irgendwie 12-jährige Humor. Da, wo es Spaß macht. Da oben ist das, was okay. Spaß macht. Mhm. Ah, ja. Der Dodo haut da direkt mit dem Kopf gegen. Ah, ja, ist klar. Ja. Und Dodo, siehst du es? Ich seh's, ja, ich seh's. Das klingt nach Dodo in Ruhe. Er muss früh genug desensibilisiert werden. Ja, aber der hat schon eher Schlimmeres gehört. Das ist nicht unbedingt gut. Ja, lass Tiger und mich nicht alleine in einem Zelt sein. Ihr wisst ja, was da passiert. Genau. Also ich brauche gar nicht da zu sein. Ich muss nur zuhören, was da passiert. Tiger. Schöne Sachen passieren hier. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Oh, du hast keine Hände. Doch, ist super. Wenn man den Nippel doch hat, ist alles in Ordnung. Ich komm mal dazu, dann kommt ein bisschen Wärme ins Spiel. Dodo ist minderjährig, Paul. Wie Dodo seinen Kopf aus dem Dach rausguckt, ey. Jetzt, will ich aber auch, jetzt muss ich aber auch gucken kommen, das kann nicht mehr sein. Ich werde nicht gucken. Oh, geil. Kommen. So, 88 Pfeile craften. Oh ja. Ich geh rein und raus. Aber oh Gott. Dix hat verstopft, Mann ey. Ja, das passiert mal. Gott, da kann ich nichts für. Das sollten ist wir Natur. Sollten Bescheid sagen, dass es weitergeht? Weißt du doch eigentlich, oder? Das oder weiß ist die immer noch salzig, weil sie so oft gestorben ist? Ich weiß es nicht. Nee. Nee. So, Feierabend jetzt, will los. Ich hab immer noch eine Flamme. Ja, weil ich mit dir da drin war. Vorbei sein. Ich habe immer noch eine Flamme, aha. Nicht schlecht. Weil ich mit Pau da drin war. Wem gehört denn jetzt diese Base hier? Mir und Dodo jetzt. Oh. Oder hat er sich einquartiert? Da muss ich jetzt hier ausziehen. Nein, du kannst natürlich so lange bleiben, wie du möchtest. Mit einziehen. Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest, aber nichts bauen. Okay. Ach, Tiger, wenn du den Terrorbird hier haben willst, und einen kleinen hier, dann kannst du haben.
Den will ich nicht. Der hier. Dexter sagt mir ein Wolf. 96%, gleich fertig. Ich brauche auch noch Dann warten wir das noch ab. Ja, leider. So, ja, tu mal lieber die Vögel in den Grill, bitte. Ja, ich denke. Mach doch mal das Licht aus da bei dir, dann schlafen die auch. Schlafen nicht, vergiss es. Hörst du meine jetzt? Oh, echt? Nein. Meine? Die Vögel im Kopf, die zählen nicht. Nee, die meine ich nicht. Meine die zwei im Käfig. Volker? Nein. Volker, nein! Der Käfig, ja, der wird abends immer weggesperrt. Tiger Eye geht immer so in den Käfig und sagt immer, tu den Finger nach draußen, kleiner Volker. Ich will wissen, ob du schon fertig geworden bist. Die Königskinder, also, richtig? Hänsel und Gretel. Was, Hänsel und Gretel? Ja. Hänsel und Gretel. Ganz sicher. Wo geht ihr jetzt hin? Warten, bis Dexter und Wolf fertig ist. Ah, oh. Ach so. Ja, wir können ihn auch hinterherziehen, ist auch gut. Ein Stammesmitglied, Mensch. Okay. Ja, ich muss mich doch umbenennen. Ja, der Dex wohnt jetzt hier. Ich wohne hier, ja. Wenn ich so tun hast, fahr mal für mich. Ich komme gleich wieder. Jo. Wo ist jetzt Kim? Da gegenüber, guck mal da. Da. Ist das komische Gerippe da hinten? Meinst Kim? Die stehen hinter dir. Ah, da! Nein. Ah, ich hab nichts gesagt. Sieht ja eigentlich schon total exotisch hier aus, oder? Voll schön. Das ist ein bisschen unübersichtlicher Spot, weil es alles ja, so viel grün ist. Aber das, wenn wir alles weggearbeitet haben und dann unsere sechsspurige Eisenbahn hier vorbeifährt, dann... Nein, nur typisch Mensch, ey. Erstmal alles hier kahl rasieren und hässlich machen. Ich finde immer so lustig, wenn ich immer mit Grey Fox Anno gespielt habe. Ich habe immer alles grün gelassen. Überall jeden Baum, der überall stand, auch in der Stadt noch, der durfte nicht abgerissen werden. Und der Greyfoss hat dann immer einmal diesen Cursor genommen und hat dann einmal so dieses Viereck gezogen. Löschen. Alles weg. Du sagst nur eine riesengroße, grüne Landschaft. Ich sage, was hast du denn gemacht? Erstmal muss alles gerodet werden. Oh mein Gott. Alles muss gerodet. Yeah. Das Hochhaus in die Mitte, genau. Ja, finde ich gut. Oh nee. Das Zentrallager im Zentrum müssen wir doch. Zentrallager im Zentrum. Das zentrale Zentrallager, genau. 99,1%. Wasser. Gnome hat nicht darauf geantwortet, dass ich geschrieben habe, er sollte mal öfters kommen. Oder hat er? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich vermisse Gnömchen auch. Ja, finde ich voll schade, dass er so wenig kommt oder gar nicht mehr kommt. Das letzte Mal? Hallo. War noch bei Wolf. Da war er beim Dings-Stream dabei, beim Malen-Stream, glaube ich, war er noch einmal irgendwo dabei. Echt? War er nochmal dabei? Ich glaube, irgendwo, ja. Ich glaube schon, ja. Da konnte ich nicht, da habt ihr gespielt. Nein. Müssen wir ihn irgendwie mal dazu zwingen, wieder mitzumachen? Komm mal schneller, du blöder Köter. Alter, wir überreden seine Frau. Wer ist denn meh? Not connected. Das Vier, auf dem ich halte. Ah. Weil mir kein Name dafür eingefallen ist. Und das halt. Werdet nicht süchtig nach dem Wasser. Hey, wie lange noch? Komm, ich zieh ihn hinterher. Komm, lassen wir es. Warte ich nicht und zieh ihn hinterher. Gut ist. Auch die Schmetterlinge zwischendurch rumfliegen? Hol ich mir jetzt noch Wasser? Ich hab Schmetterlinge im Bauch, wenn ich dich höre. Oh. Also manchmal kann er ja schon Maden sein, werden. Ne? Ja, voll Schleim, ne? Nee. Also ich meine, es war ja schon flach, aber er. Hallo, jetzt war das so toll und dann kommt dann sowas. Wo lang müssen wir denn? Pau? Oh, ich hab ja gar keinen. Ja, da, wo du eben warst. Okay. Oh, jetzt ist er ausgewachsen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ihn rein. Dein Wöter. Wöter. So, dann los. Guck mal, da sind sie. Die Terrabirdsen. Terrabirds-Armee. Ja, sind die, Mann. Ich hab ihn was. 95er Anki. Eigentlich immer noch. Oh. So, wir wollen weiterbauen. Der Anki ist, ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich, das wäre doof, den jetzt nicht zu zähmen. Aber der ist doch noch da, wenn wir zurückkommen. Ja. Ihr habt noch keinen Sattel. Das ist egal, ihr könnt arbeiten. Ich habe keine 10 Pfeile. Du hast gut genug? Ich habe 49 10 Pfeile. Ich habe gar keine. Ja, komm, machen wir gleich.
nächstes. Ich bin eigentlich jetzt nur unterwegs, um hier Dingsbums zu machen. Eisen zu holen. Ja, ich auch. Das ist für mich jetzt Prio Nummer 1. Oh, ich bin fast tot. Ups. Was denn? Wollen wir uns noch reinlegen, reinstellen? Was soll's? Der frisst mich direkt. Was? Hab ich gar nicht gemacht. Ich hab's genau gesehen. Gar nicht wahr. Klar. Ganz genau gesehen. Das macht der Wöter eben so. Mhm. Weil mich das gerade so angemacht habe, esse ich eine Wurst. Komm, Deck, solange wir warten. Warum? Achso, ist noch heiß. Was ist eigentlich so ewig lange so heiß? Du hast einen geilen Busch, weißt du das? Ja. Ist mein Lieblingsbusch. ich glaube, das ist zweimal hintereinander jetzt der Welle, weil eben hat der Jabor nochmal geknurrt. Mhm. Ist mir zu heiß hier. Paul? Ja. Schneid doch mal deinen Busch da unten. Soll ich? Busch halten? Dein Busch schneiden. Der wächst schon ein bisschen über. Nee, Paul, sieht gut aus. Lass das mal so. Oh nein. Mhm. Was wollt ihr denn jetzt? Ich will nicht mit euch spielen. Hallo. Tag. Das ganz Schlaue ist, ich bin mit diesen blöden Wassersäcken losgelaufen und ich habe vergessen, dass die leer sind. Alter Junge, passt ja gar nicht das Ding hier rein, ey. Wieso nicht? Guck mir nur meinen Arsch an. Vor allem auch noch jetzt noch mit einer offenen Weste. Ach Gottchen. Nee, die ist nicht offen. Der hat da ein dreckiges T-Shirt runter an. Ja, offen wäre geil. Wäre wahrscheinlich nicht so heiß. Ja, nee. Naja. Also, Pau hat ja echt eine Standgebläsehöhe und ich bin so eine Arschritzenputze. Was denn? Ich bin noch ein bisschen kleiner als du mit meinem Wuschelhaar. Mein Gott, ich habe gerade die Kamera geändert. So, Stream. Daraus mache ich ein Thumbnail. Oh mein Gott. Hey, okay, Mensch, Dodo, ist eine komische Beule da am Hintern. Was ist das? Ist alles gut, Bro. Du hast alles richtig gemacht, hör mal. Na, harte Muskel. Guck mal, wie er mit dem Auge da durch runterguckt, Dex, ey. Hallo. Von oben. Oh, ja, ey. Du hast einen Entenarsch schon mal. Ja, Mann, ich habe 100% auf Muskel gedingst. Und ganz wenig auf Hirn. Hauptsache Muskelmasse. Ich bin Steroide abhanden gekommen. Der Dodo lutscht eben. Einfach alles auf null. Der Dodo. Bis auf die Länge. Dodo lutscht eben gerne Eier. Aus. Ruhe. Nicht, dass es ihr gedacht habt. Ich geh jetzt raus hier. Ja. Ich kann hier nicht raus. Nein. Oh. So geht's auch. Los. Wir müssen gehen. Hey, streifst du eigentlich mit deinen Füßen auf den Boden? Nee. Das hätte ja mal, das wäre geil gewesen. So eine Schleifspur Ach, hinter dir. Das wäre geil. Wo bist du denn? Effe. Hoch. Wo bist du? Oh nein! Oh nein! Pfeift der Terrorbird mal wenigstens noch aggressiv hier. Ich hole jetzt das nach, was ihr vorgemacht habt. Krieg die zwei Terrorbirds dann nicht weg. Ja, toll ist ja. Ja, ich möchte an mein Bettchen. Geh weg, du blöder Terrorbird, das ist mein Vieh. Also ihr habt gesagt, ihr seid auch jetzt. Oh, schon wieder einer. Spiel laut, ey. Mann! Ich sehe auch mit der Wicke. Okay, danke. Jetzt sehe ich Terrorbird. Klappe. Hat jemand Wasser? Ja, hier. Hier bei mir. Ich will nichts haben, Wasser. Ich bin wieder wasserless. Ich auch. Ich habe hier oben mir jetzt einen Wasserhahn hingebaut. Ah, warte mal. Wasser. Wende alle 2-3 Minuten hin. Ja, aber ich möchte die Buddeln wieder haben. Ja, kannst du auch haben. Wo ist denn Kaktus? Du hast dieses Innere da. Oh, nee, hast du noch was? Es sei heiß. Ich glaube, wir müssen doch weiter am Zelt. Ja, wir müssen im Zelt. Wie lange geht diese Hitzewelle denn bitte? Mach mal Zelt? Eben so ein Ding. Ihr habt gar kein Zelt hier, ne? Let's go. Weil, damit wir den Arsch da hinten sehen, nicht, dass er kommt.
Ist er dort gestorben? Ja. Oh ja. Ah ja, stimmt. Hab ich den gegessen? Sein Federvieh versucht ihm was zu essen. Ah, toll, toll, toll. Ich nehme ihn auf in meinen. Hier. Mit deinem Blut. Ja. Und er frisst ihn. Wenn ich weggucke. Oh. Bellt auch. Bellen ist, glaube ich. Weiß ich nicht. Bellen. Sandsturm. Sandsturm, glaube ich. Könnte sein. Du stirbst, Dex. Das weiß Dex auch. Dieses Mal weiß er das. Ich gebe mir Mühe, das nicht zu tun. Ich schleiche zu euch. Bin gleich da. Aber in dem Zelt, dass die Hitzeflamme nicht verschwindet, finde ich ein bisschen doof. Das war damals nicht so gewesen, oder? Nee. Die war doch immer weg, dann, wenn man drin war. Also die Hitze, die Flamme, die da gesagt hat, dass es halt dass eine Hitzewelle ist, ist immer geblieben, weil die war situationsabhängig. Aber dass einem heiß war, das ist im Zelt teilweise weg. Super Heat. Hallo. Deckst du mal Leder aus. Achso, du bist schnackig. Ja. Was? Bringt auch nichts. Habt ihr nicht die Flamme? Resistenzen habt ihr? Ich hab Leder ausgezogen, jetzt habe ich keine Flamme mehr. Aber ich habe ja auch eine Wüstenhose an. Nee, ist so heiß. Es geht aber nicht. Doch, es geht wohl runter, minimal. Ja. Resistenzen hast du eigentlich genug, Dexon? 18 habe ich, ja. Resistenz habe ich, ja, 14. Ich hab 14 und ich chill hier und es passiert eigentlich auch nichts. Mir ist aber ich sterbe langsam. Sehr, sehr langsam, aber ich sterbe. Welche Rüstungen habt ihr an? Gar keine. Jetzt gerade gar keine. Wir sind über dem Zelt. Ich glaube, ich werde gleich mal gucken, dass ich ein bisschen Seide zusammenfarben, dass wir uns für uns alle mal sprechen. Deine Augen, ey. Wenn ihr Chancen habt, bringt ein paar weiße Perlen mit. Deine Augen, sagt er. Im Seekim sind weiße Perlen. Sind deine Perlen? Okay, dann gehe ich gleich mal gucken. Guck, das sagt er deine Augen. Guck mal im Stream, wie der Typ hier aussieht. Weil hier draußen wird gefightet. Ich muss zugeben, das ist nicht das Gesicht, was ich bei so einem Muskelprotz erwarte. Was erwartest du? Irgendwie mehr rund. Muskelprotz bin ich nicht. Sondern? Ja, weiß ich nicht. Also Dodo, dein Fuß. Oh, ne, ist Hepatussi Kaka! Oh. Level 10. Hallo Wolf. Ich will auf dir sterben. Oh, das ist ein Sabertooth Baby. Ja. Oh, er tot. Hör auf mich zu beißen. Der Wöter frisst mich. Mein Baby, komm her.